Hallo alle. Ich habe in der Vergangenheit ja bereits ein paar Nachrichtenvideos aus China und Nordkorea kommentiert. Das waren meistens Videos, in denen Menschen gegen ihren Willen, ich meine, in denen Menschen aufgrund von Reue völlig freiwillig ihre bösen antikommunistischen Taten gestanden haben. Wie eben zum Beispiel dieser Otto Friedrich Warmbier, der zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt wurde, weil er einen kommunistischen Propagandaslogan in seinem Hotelzimmer abgerissen hat. Ja, oder auch das Video, was ich letztens auch gemacht habe, über Rebea Kadir, ja, die eben vor ihrer Freilassung aus dem Gefängnis ebenfalls ihre bösen antikommunistischen Straftaten gestehen musste, ja, also dass er einen Zeitungsausschnitt an ihren Mann geschickt hat. Ja, das ist natürlich Verraten von Staatsgeheimnissen. Das muss hart bestraft werden. Ja, eben quasi mehrere Jahre im Gefängnis. Und dann eben, um aus dem Gefängnis rauszukommen, ja, wollte sie dann eben freiwillig aus ihrem Herzen ein Video machen, in dem sie dann nochmal ihre bösen Straftaten gestanden hat und ja, den Polizisten und der Partei dafür gedankt hat, dass sie sie erlöst haben. Ja, das hat sie wirklich gesagt. Ja, und sie hat auch wirklich die Polizisten geküsst. Ja, also ihr seht, so gut geht es den Leuten in den Gefängnissen in diesen Ländern. Ja, so begeistert sind die, so dankbar sind die und so. Ja, ja, aber natürlich. Ja, bringen die bringen diese Nachrichtensender in China und Nordkorea und so weiter, ja, die bringen jetzt natürlich nicht nur freiwillig erzwungene Geständnisse von bösen Straftätern, antikommunistischen Straftätern und so, ja, sondern die leisten natürlich auch sehr wichtige journalistische Arbeit, ja, also die haben hunderte von gut recherchierten, hochwissenschaftlichen Reportagen, ja, zu verschiedenen Fachbereichen, ja, und da möchte ich euch jetzt einen solchen besonders gut recherchierten Artikel, Nachrichtenbericht eben zeigen aus dem staatlichen chinesischen Fernsehen, ja, wo eben eine wissenschaftliche Entdeckung gemacht hat, ja, über die sich die Lügenpresse, ja, die kapitalistische Lügenpresse im Westen, ja, nie trauen würde zu berichten, ja. Nämlich, sie haben eine völlig neue Pilzart entdeckt, ja. Vorher bisher völlig unbekannt, ja. Wahrscheinlich mit wichtigen medizinischen Eigenschaften, ja. Also da haben sie wirklich, ja, wirklich was geleistet, wirklich was Neues entdeckt, ja, und wirklich sehr gut und sehr wissenschaftlich recherchiert, und das möchte ich euch jetzt zeigen, wie gesagt, aus dem staatlichen chinesischen Fernsehen. Eine mysteriöse Pilzart, ja. Eine neue botanische Gattung sozusagen. Das Video ist natürlich in Chinesisch, aber es gibt englische Untertitel. Und ich denke aber, selbst wenn ihr jetzt nicht so gut Englisch könnt, ja, und selbst wenn ihr diese Pilzart noch nie gesehen habt, könnt ihr vielleicht erkennen, worum es geht, und ihr könnt vielleicht sogar ein paar Sachen erkennen, wo offensichtlich den Leuten in China ein bisschen entgangen sind, ja, und vielleicht erkennt ihr ja sogar diese mysteriöse Pilzart, ja.
gibt es, glaube ich, in diversen Sexshops zu kaufen. Nicht, dass ich das wüsste.今天我们的记者接到了六村堡村民打来的热线电话，说他们在打井打到地下近百米的时候，挖到了一个奇怪的植物。现在呢，我们就来到了位于六村堡的东鹤村，在我身后啊，这里是聚集了有很多的村民。他们告诉我们说呢，前天下午他们在村子里面打井的时候呢，是发现了一个摸上去肉乎乎又像植物的东西。那么就连村子上了年纪的80多岁的老大爷也告诉我们说，他们也是从来没有见过类似于这样的东西。那么现在呢，我们就一起去上前看一看，到底这个东西究竟是什么。朋友就帮忙在捞蹦子，大有80米。捞出来一个这肉乎乎的，不知道这啥，又鼻子又眼。我们现在通过镜头呢，可以看到这个东西啊，长得非常像一个菌类。那这个两边呢，都是有这个蘑菇头的形状，上面呢是有一个我们可以看到像嘴巴的东西，而下方呢则是一个小孔，是直接通透的。摸上去啊是非常的光滑，感觉非常像一个肉类。那我们用尺子呢也大概量了一下，这个东西的身长呢也大概就在19公分左右。刚才来的比年龄大几，有个80多岁的，从来都没见过这。上网查了以后，这叫太岁嘛。何先生告诉我们说，他在网上呢是查看了相关的信息，发现太岁这个东西呢，在民间呢是俗称肉灵芝，而我们呢也是在网上呢也是查阅了相关的信息，发现这个肉灵芝呢之前啊在我国的多个城市呢是已经被发现过，而同时呢这个东西呢比较适合在我们陕西的秦岭山脉是成长的，由于它这个生长的环境特殊，一般呢都是深埋在底下，那么很难呢被人们发现的。而同时呢我们了解到这个肉灵芝呢在网上呢也是有很多的说法，有人传说啊，秦始皇当时啊要寻找这个长生不老的药，发现这个肉灵芝呢就是这个药材的其中之一。还有人说啊，李时珍在《本草纲目》记载药类当中啊，这个肉灵芝呢也是其中的之一。何先生表示呢，今天是周末，他先暂时的将这个摸上去肉乎乎又像植物东西啊搁置到家里，明天呢会和我们的记者一起去寻找这个植物学家，来对这个东西呢做出一个科学的鉴定。那么也希望大家能够在明天的同一时间继续收看我们的西安零距离。零距离记者段青云凤。